So, Typhoon, Speed, Elite und Ariel. Typhoon. Ich hätte auch gern Schaff, aber Elite will ich nicht haben. Ariel mag ich auch nicht. Okay, dann nehme ich Typhoon. Auch wenn ich Typhoon jetzt nicht so mag. Wir spielen gegen den Rhino-Spezialisten mit Sledgehammer und Arclights. Okay, der ist ziemlich lahm, glaube ich. Ich glaube auch, der würde uns nicht pushen. Ich stelle mich mal so auf. Wann kriegen wir den Typhoon? 103. Tja, er wird Kleinkram aufstellen. Wahrscheinlich. Deswegen baue ich extra mal keinen Schaff. Mal gucken, ob ich das nicht in den Hintern beißt. Wahrscheinlich von den Seiten kommen, nehme ich mal an. Und eher ein bisschen weiter zurück einfach. Nicht, dass hier in der Mitte noch irgendwas kommt. Oh, das wollte ich gar nicht. Anti-Deployment. Abfahrt. Okay, er hat auch keinen Bock, dass es in mich reinrennt. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir was Schaff, Flankenschutz. Hier bieten sich erstmal Raketen an, würde ich sagen, oder? Okay, das hier läuft ganz gut. Hier leider nicht so. Und ich habe mehr Damage, deswegen werde ich das wahrscheinlich gewinnen. Ja, ist doch ganz lustig. Dann packe ich hier noch in der Mitte ein. Sammeln da ein Schild, das ist gegen ihn auch stark. Und auf jeden Fall hier noch einer. Und jetzt muss ich so langsam auch mal Schaff bauen. Baue ich einfach mal hier hin. Oder auf eine Seite lieber. Gucken, was er macht. Eine Flanke. Mehr Tanks. Oh, sehr gut. Hoffentlich kommen die auch hin, obwohl kommen die wahrscheinlich dahin. Ja, bei vier Tanks würde ich sagen, ist jetzt schon der Scorpion am Start, oder? Wir haben jetzt den Damage-Faktor nicht erhöht von uns, so richtig. Wir haben immer noch die drei Marksmen. Der schießt jetzt auf die und der schießt auf die Tanks. Ja, das läuft jetzt nicht mehr so gut. Der hält sich ja ganz gut, würde ich sagen. Die sind gerade noch im Schild, das muss ich mir merken. Ich darf nicht vergessen, Einheiten zu verkaufen, die ich nicht brauche. Ich muss auf jeden Fall leveln. Ich muss ganz viel Shit machen. Ganz viel Shit. Ja, die wären noch nicht schlecht, oder? Oder sparen. Komm, ich hole mir stattdessen lieber hier ein Level. So, die habe ich jetzt auch. Die könnten links aushelfen. Die sind jetzt ein bisschen schneller. 9, 8. Dann kommen die hier hin. Ne, die sollen nicht splitten, lieber so laufen.
Wie haben die denn? 10.000. Die sollen halt schön gegen die kämpfen hier. Auf der rechten Seite brauche ich noch ein bisschen Damage. Mach das mal so, weil hier sind ja auch die Tanks. Ich hoffe, das war dann weit genug. Und hier zum Schutz. Einfach nochmal ein paar hiervon. So. So, jetzt spielt er einen Skorpion. Okay. Gucken, wie das läuft. Skorpion, oh, schön, Skorpion mit Reichweite hier, oder? Okay, hier ist schon mal gut. Okay, er will meine Panzer kriegen, die kriegt er jetzt auch mit dem Skorpion. Also noch mehr Schaff. Ja! Okay, den kriegen wir. Ich würde sagen, wichtig ist jetzt erstmal, dass meine Einheiten leveln, dass wir hier ein bisschen mehr Schaff haben, oder? Der ist gut gegen ihn. Er ist gut gegen die. Der ist natürlich richtig krass jetzt. Aber da er Skorpione hat. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Damage gegen die feindlichen Skorpione. Ich würde mir aber selber Skorpione holen. Also hole ich mir doch lieber die hier, weil die Skorpione sind ja auch gut gegen ihn, auch wenn er ziemlich krass ist. Dann nach außen. Die sollen ziemlich spät zur Party kommen hier. Dann haben wir auch genug Flankenschutz. Auf jeden Fall leveln. Und jetzt die Skorpione. Aber auf jeden Fall noch schaffen. Weil das wird ja auf der anderen Seite ja auch machen, nehme ich mal an. Wir haben viel zu wenig Schaff. Schaff, 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 schaff. Okay. Der passt hier überhaupt nicht hin. Machen wir es so. Na? Oh, es leckt ein bisschen. Und ich würde sagen, so. Ihn hier einfach. Jetzt haben wir einen fiesen Rhino. Der wird hoffentlich gemacht jetzt. Er hat sich auch die Farce hier geholt. Die ballern jetzt natürlich super schnell meine Fangs weg. Oh, Artillerie. Das sehe ich jetzt mal. Zum ersten Mal wieder seit 10.000 Jahren. Sehr interessant. Ja, aber wir kämpfen uns ganz gut durch, würde ich sagen, hier. Ah, schade. Ja, Range. Das heißt, spielt er das jetzt weiter mit Artillerie oder nicht? Artillerie rockt natürlich, das ist bestimmt, hat noch kein Update. Aber wir müssen schneller sein. Wir müssen schneller sein und vor allen Dingen brauchen wir jetzt wieder die Subs-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 
Also richtig schön reinsplitten. Machen wir es so erstmal. Ich habe nochmal ein Schild. Hier irgendwo. Und ich würde auf jeden Fall ihn... Ah, er hat das Item. Aber ich will ihn gerne aufhalten. Ja, ist die Frage. Oh, jetzt. Dann brauche ich hier vielleicht noch einen, oder? Kann ich nicht sagen. Kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen hier an der Seite. Ich hoffe, ich kann ihn lang genug aufhalten, einfach. 1, 2, 3. Okay. Ein Schild hier. Die Crawler kommen zur rechten Zeit. Aber die Ari macht mich trotzdem jetzt, oder? Also noch mehr Chaff, aber... Luft in Luft könnten wir gehen. Nicht so geil, ne? Das wäre jetzt der ultimative Move. Die Ari, sagst du? Oder die Luftschiffe. Ich würde sagen, es sind die Overlords, weil die machen alles fertig, was hier steht, und er wird sich wahrscheinlich nicht sofort Air Barrage holen. Und die einzigen Ziele hier sind die Fangs und die beiden hier hinten. Deswegen werde ich das so machen. Und es ist auch ganz cool, dass er direkt hier steht. Ich hole mir einfach noch mehr davon. So, die sollen auf jeden Fall nach vorne. Ist jetzt die Frage mit dem Leveln. Mit der Ari ist das jetzt gar nicht mehr so geil, ne? Und verkaufen. Wie ist es mit dem Verkaufen? Verkaufen ihn hier. Oder? Ja. Wir kaufen ihn hier. Und dafür holen wir uns einfach noch einen. Der kommt hier rein. So. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, ich kann leihen. Ich habe gesagt, ein Schild hier wäre gut. Dann stelle ich auch gleichzeitig hier noch eins auf, um länger durchzuhalten. Und ich hoffe, die sterben halt nicht vorher. Damit müsste ich dann gewonnen haben. Wüste. Ja, Schild direkt weg. Dankeschön. Scheiße. Meine einzige Schaffbälle kommt rein, die ist sofort vernichtet, leider. Wo sind die Farsi? Hat er den verkauft hier auf der rechten Seite oder ist er schon tot? Hier ist noch einer. Boah, er wird auch gemacht. Da ist er. Nein, 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 nein. Ey, komm, du musst hier drauf. Du musst einfach hier drauf. Oh Gott. Bitte. Nicht, dass dieser eine Farce mich jetzt macht. So ein Scheiß. Der muss abgelenkt werden. Boah, dann kriegen die halt Wespen und Range, oder? Jetzt hier rüber zu machen.
hoffe, dass wir hier ein bisschen Schaft rauskriegen. Ja, und das wird ja sofort gemacht mit den Schilden. Was soll ich da machen? So, was können wir verkaufen? Ich glaube, wir können ihn verkaufen, oder? Für was? Fängschilde wären super. Oh, habe ich jetzt erst erkannt. Fängschilde. Okay. Ja, sehr gut. Da haben wir schon mal ein bisschen Schaff weg. Das heißt, wir haben die meisten Ziele sind halt gute Ziele für uns. Ich hoffe, die Chin Gun macht halt mehr als genug Damage jetzt, damit die sich da richtig gut durchschnitzen können. Der ist weg und der ist jetzt auch weg. Alles klar, dann habe ich gewonnen. Na, da ist noch einer. Einer ist noch da. Aber wir haben auch noch einen Marksman hier unten. Der war hier kurz abgelenkt. Die kriegen wir jetzt auch noch. Ah, wunderbar, okay. Dann geht der Plan auf, würde ich sagen. Oder? GG. Ja, GG. Ja, wunderbar. Wunderbar. 1115. Bitte nicht unter die 1000 fallen lassen. Ich hoffe, mein Absturz ist jetzt vorbei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oder ist das jetzt schon der neue Season-Kram? Egal. Ich habe gewonnen. Er hat sich gut angefühlt, mal wieder zu gewinnen. Und ich würde sagen, wie immer, schön, dass du dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao.